Das sieht ja schon sehr jahresendig aus. Ja. Das Jahr geht zu Ende. Oh. Seid ihr auch schon so weihnachtlich? Nee, ich bin kaltfrontig. Kaltfront. Was denn? Das ist ein sehr meteorologisches Bier. Ja, schönen jahresendlichen Abend euch allen in die Runde auch. Genau. Hallo Lambert, hallo Henning, hallo Chat. Hallo Chat, der Chat fordert schon Glühwein. Oh, ich habe nur Bier. So, ihr dürft jetzt Prost. beiwohnen. Dankeschön, wie ich das Cheers. erste Türchen meines Bier-Adventskalenders öffne. So. Nee, ne? Oh, ganzer Welt, Ganzer Adventskalender. Kalender Du voller. hast ein. Ja. Ist das, aber ist das einfach nur eine 24er-Kiste oder ist das wirklich ein Nee, Bier? es ist ein wirklicher, ein 24, also mit Verpackung und allem. Und es ist ein reiner UK-Bier-Adventskalender. Also nur UK-Bier. Und ich trinke normalerweise kein Bier. Von daher, aber es ist absolutes Und dann? Meteorologenbier, ne? Also kalt. Prost. Ja, cheers. Also, ja, auf jeden Fall. Gut. So, Chat, wie geht's euch? Es wird richtig eng in unserer kleinen Weihnachtsbäckerei. Ich sehe Mäuschen im Moment. Weihnachtsströmerei. Ja, Wir habt haben ihr hier, wir müssen mehr Wortspiele machen, glaube ich. für Ich Mehl glaube, und Milch und so mitgebracht, was man so ja, zum das Backen stimmt. braucht? Wir haben uns auf jeden Fall bei der Eröffnung, also bei unserem Signature Move, heute mal nicht zum Kasper gemacht. Das ist ja auch mal was Neues, ne? Muss man ja auch nicht am Anfang der Sendung machen. Stimmt. Und wir haben diese schöne Dynamik heute drin, dass wir uns ein Geschenk von euch gewünscht haben und ihr es vorbereitet habt. So soll es sein. Das Yeah. stimmt. Das stimmt. Also wir haben eine Jahresendfolge und wir haben aber schon Jahresendfolgtraditionen, glaube ich, oder? Ja, ich meine, wir sind ja jetzt schon ungefähr 40 Jahre, gibt es uns ja jetzt schon ungefähr schon. Und demnach haben wir natürlich schon richtig viele Traditionen, genau. Ja, natürlich. Also ich glaube, nein, ich glaube, ich hatte gesagt, dass ich gerne eine Tradition starten möchte letztes Jahr. Hat das was mit der 35-Liter-Woche zu tun? Das wären aber mehr als 24 Bier pro Was für Woche. eine Tradition soll das sein? Jedes Mal, wenn wir Forschungsstrom gründen, tritt eine weltweite Pandemie ein und alle müssen zu Hause bleiben, oder was? Oh mein Gott, nein! Bitte, nein, nein, das ist keine. Nein, letztes Jahr zur Jahresendfolge habe ich eine riesige Google-Spreadsheet-Tabelle vollgebastelt. Erinnert ihr euch noch? Ah, okay. So, alles, was zum Thema Twitch-Research im letzten Jahr. Also, ich habe da so ein Rapid Review gemacht und hatte die doch kategorisiert und geguckt, was sind die Hot Topics der Stimmt. Twitch-Forschung 2021. Und Und jetzt hast du alles ausgewertet, fertig, analysiert, veröffentlicht. gereviewt und veröffentlicht Ja. und zeigst uns heute das Paper. The Annuals of Twitch Meta Research. Nein. Twitch Ich hatte Literature Review wirklich under eigentlich the die Christmas Idee, Tree. ich wollte es gerne wieder machen. Ich hatte ja so ein schönes System, also ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnert, ich kann gleich mal den Link von der Folge noch raussuchen. Da war ja eine richtige Struktur wie mit Nachverfolgbarkeit der Suche und allem. Ich habe es angefangen, habe gemerkt, das würde so viel Zeit kosten, so viel Zeit habe ich nicht. Das fiel mir aber erst auf, als ich die ersten 10 Paper schon rauskopiert hatte. Oh. Und da war eins dabei, also kann euch nicht die ganzen Studien zeigen und sagen, was sind denn die Hot Topics, aber ich kann euch ein Paper zum Twitch Research zeigen, das hat mir einfach das Herz geöffnet. Und das ist jetzt neu aus diesem Jahr neu Ja, dazugekommen quasi. das ist Ah. Ja, mal 2022. hier damit. Ja, gut. Genau, Ja. es hat einen wunderschönen Titel. Ich werde das mal, ich muss aber hier wieder den Bildschirm teilen, ne? Das ist ja wieder Hightech-Kram. So, Mal so eingestreut, ja. wo wir gerade ganz kurz beim Thema waren mit Suchen nachvollziehbar machen und updaten. Kennt ihr eigentlich schon alle IA Scholar, also IA wie Internet Archive? Wenn nicht, guckt es euch mal an. Das ist eine sehr schöne Wissenschaftssuchmaschine, wo man Queries und Items und so per RSS-Feed abonnieren kann. Passt ins Fediverse-Zeitalter. Ich wollte es nur mal gedroppt haben. Ja, Guckt es euch schön. an. Und das ist jetzt vergleichsweise neu oder ist das schon so alt, wie die RSS-Feeds alt sind?
Ja, nee, das ist eher so, was ist 2022 passiert, alt. Ah, okay. Sag ich jetzt mal so aus dem Kopf. Ich will jetzt nicht meine Plätzchen dafür ins Feuer legen, oder was ist die Weihnachtsmetapher? Claudia, machen wir weiter. Jetzt nicht den Bitch vor den Kamin stellen. Genau. Ja, man hat schon Nikoläuse kotzen sehen, ne? Ja. Nee, ja, genau. Und reden. Ja, weil die Kekse auf dem Grill lagen. Okay. Ja, nein, wartet, hier, also das hier ist mein, das wäre, ich teile das mal so ganz geschickt. Der Titel ist wunderschön. Ah. Twitch, Fische, Pokémon und Saugglocken. Spiel-Livestreaming durch nicht-menschliche Akteure. Ja. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich Blambers da richtig übersetzt habe. Könnte auch Klempner heißen, aber Klempner wären ja wieder menschliche Akteure. Vielleicht kann mir das jemand erklären, der hier mehr Twitch-affin ist. Snitch, Pitch, Witch, Stitch, Kitsch. Aber das gehört noch nicht zur Ethik der Twitch-Forschung, alles Open Access zugänglich zu machen, oder? So auf einen Blick. Ah ja, okay. Nein. Das muss ich so, genau, weil ich korrigiere das direkt. Klempner. Aber da Klempner, ist ja kein T drin, okay. Oder? Klempner. Steht hier. Oh, oder? Hier, Klempner. Ja. Ist da T drin in Klempner? Ich habe es gerade so schön freudig ausgesprochen. Genau. Mario. Ja, also, das ist tatsächlich, das ist was, das hatte ich vorher, das bei dieser ganzen, letztes Jahr habe ich ja ganz, diese ganzen Paper mir angeguckt und es gab nicht eine Veröffentlichung zu dem Thema nicht-menschliche Streamende. Und offensichtlich gibt es sie ja aber. Ich weiß nicht, ob ihr die berühmtesten kennt, das ist so eine Otterfamilie. Nee, erzähl bitte. Was, ihr kennt ihn nicht? Das ist, ein Scheiß-Stream, der läuft quasi fast immer durch. Marine Mammal, irgendwas heißen die. Das ist einfach so eine, das ist ein Livestream auf Otter. Also den ganzen Tag siehst du nichts anderes, außer Otter. So. Und die sind jetzt nicht Teil dieses Forschungspapers, aber andere nicht-menschliche Akteure. Marine Mammal Rescue steht hier. Genau. Gab es nicht auch diesen einen Twitch-Stream, wo man so mit so kleinen Bezahlungsvorgängen in-game sozusagen Futter an eine Entenfamilie ausschütten konnte? Also am anderen Ende der Welt, wo die Webcam steht und so, das gab's. Ich habe das gesehen. Naja, das hier, das Fisch, der Fisch, der da hier steht, das ist tatsächlich ein Fisch, der in seinem Aquarium rumgeschwommen ist und er wurde so mit Kameratracking verfolgt und seine Bewegungen wurden in ein Spiel übersetzt und der hat dann quasi Pokémon gespielt, also der Fisch. Und dann hat er, also mit bisschen Bewegung. So, that's the stream. Und, genau. Also das sind die Dinge, also so Pokémon heißt, ist hier aber gemeint auch, dass es gibt so Streams, wo man Pokémons tauschen kann. Also da läuft sowas und dann kann man über Chatbefehle die Pokémons, die man gesammelt hat, gegen andere Pokémons tauschen. Aber ich sag mal, die haben das doch nur zum Thema gemacht, weil die irgendwie meinten, während ihrer Forschungstätigkeit noch die ganze Zeit Twitch gucken. Irgendwie ein bisschen Science dabei. Warte, das ist mein Favorit. Henning sucht die Sachen, wo die Forschung Ausrede dafür ist, den Lieblingshobbys zu frönen. Ja, natürlich. Die ganz knallharten, kritischen Fragen hier. Wissenschaftsjournalistische. Ja, muss sein. Harte Frage. Also ich möchte da zitieren. During this time, the first author has conducted hundreds of hours of observational work across over 100 different species. Observational work. Ich habe auch ganz viel observational work auf Twitch gemacht. Ja. Da kannst du dir um die Ohren geschlagene Nächte kannst du dir da eben noch hier als Forschungs Und dann kannst du noch so schreiben: Across a diverse range of broadcaster demographics and channel sizes. Aber ohne Scheiß, ich halte das ja. Wir hatten ja auch neulich mal eine Folge mit Lisa zu den Wissenschaftspodcasts gemacht. Mhm. Und ich habe mich ja jahrelang geärgert über die KommunikationswissenschaftlerInnen, weil die Wissenschaftspodcasts so unerforscht da haben liegen lassen. Aber es ist ja auch einfach, auf Deutsch gesagt, einfach komplett unmöglich, wenn du nicht total crazy podcast-krank oder Twitch-süchtig bist, da überhaupt nur dir einen Überblick zu verschaffen, geschweige denn irgendeine systematische Fragestellung überhaupt nur schlau formulieren zu können, wenn du das halt nicht irgendwie wahrscheinlich in deiner Freizeit und in 1,7-fach irgendwie aufsaugst. Ja, absolut nicht. Total. Ja. Also
ich kam auch nur auf die Idee, mal in so einem Podcast mal zu untersuchen, wie die über den Verlauf der Pandemie, über Corona geredet haben, weil ich einen Podcast höre und den retrospektiv höre und jetzt kurz vor dem Thema, also kurz vor dem Zeitpunkt bin, wo Corona angefangen hat und ich mich schon werde wundern, was jetzt so alles an Themen aufkommt, so rückblickend. Das ist eigentlich kein Wissenschaftspodcast, aber die babbeln immer davor und danach, so wie wir hier. So, was kam denn jetzt raus, Claudia? Jetzt mal hier Fakten, jetzt mal hier, nee, wie heißt das Name? Das war eine reine Beschreibung. Butter bei die Weihnachtsbäume. Das war eine rein beschreibende Arbeit. Also das so. Ging so, ach guck mal, hier, es gibt die Arten, die machen Wonder Trading, also wo man Dinge tauscht und man weiß nicht genau, was man kriegt. Link Trading, wo man austauscht, wo man weiß, was man kriegt. Lucky Draw, das wäre dieser Super Mario Maker, wie hat das nochmal funktioniert? Wo man durch so ein Level, eine AI durch so ein Level durchläuft und versucht, die Lösung hinzukriegen. Das ist aber, man stirbt irgendwie in 1 zu, ich habe keine Ahnung, wie vielen Fällen, in 1 zu 7,5 Millionen Fällen stirbt man. Ja. Genau, das spielt halt eine AI durch, kein Mensch, genau. Und dann halt den Fisch, der Pokémon spielt. Ja, 20.000 Leute schauen einen Fisch beim Spielen von Pokémon auf Twitch zu. So, die haben einfach nur so gezeigt, was es da so für Arten gibt. Ich bin jetzt nicht tiefer eingestiegen. Ich dachte nur, ich habe diese Tradition gestartet. Ich habe es nicht geschafft, sie im zweiten Jahr durchzuziehen. Aber wenigstens habe ich was Schönes gefunden. So, ja, du hast die in Erinnerung gerufen. Sehr interessant trotzdem. Genau. Ja. Ich dachte, das möchte ich gerne mit euch teilen. Sehr schön. Ja, lieber Chat, also wenn ihr damals die Weihnachtsfolge verpasst habt und euch jetzt irgendwann in den nächsten 23 Tagen nochmal zu wenig weihnachtlich ums Herz ist, dann guckt gerne unsere alte Weihnachtsfolge nochmal. Stimmt, ja, guckt doch unsere alte Weihnachtsfolge, da ist jetzt ganz weihnachtlich. Wir kommen auch damit klar, wenn ihr dann das nächste Mal so um die Ecke kommt, wie in der Folge 7 von Forschungsstrom in Minute 23 schon angemerkt worden war, oder so eine Forschungsstrom-Philologie, die dann so aufgebaut wird allmählich. Wäre okay. Finde ich gut. Ja, hallo, aber das Biluchen. Biluchen ist auch hallo, da. Oh Gott, es wird ja voll hier. Und Collaborative Rocker auch. Moin. Ja, jetzt wird es aber in der Weinforschungsströmerei wirklich eng hier. Ja. Wir müssen dann aber wohl ja eine neue Tradition gründen für dieses Jahr, wenn Claudia uns schon nicht das größte Spreadsheet aller Zeiten zeigt, ne? Also ich habe das Spreadsheet aufgemacht, aber es ist halt jetzt leer bis auf 10 Studien und das wollte ich euch nicht zeigen, das definieren. Aber hier ist nochmal die Science Tree. Ach ja, das war unsere von letzten. Ja, genau. Ja. Da ist auch der Link zu dem riesigen Spreadsheet von 2021. Oh mein Gott, da ist aber auch ein furchtbares Bild von mir. Ach hey, ich mache schnell wieder zu. Noch. Ja, so, ja. Was haben wir denn heute noch vor? Ja, wir hatten doch die neue Tradition begründen wollen, dass wir hier so eine Art AMA oder so machen, wo wir eure Fragen, liebe Chat-Community, beantworten. Und dazu gab es dieses Dokument, was einer unserer Chat-TeilnehmerInnen ja aufgesetzt hat und wo ihr vielleicht jetzt auch noch, wenn ihr wollt, Fragen an uns reinschreiben könnt. Und wir haben hoch und heilig versprochen, dass wir da vorher nicht reingucken. Insofern werden wir überrascht sein, was da dann Quatsch von ihr euch drin steht. Also ihr dürft auch alles fragen, also auch Dinge, die wir garantiert nicht beantworten können, weil wir sie recherchieren müssten. Also wir im Zweifel recherchieren wir hier auch live, zeigen unsere nicht vorhandene Informations- und Recherchekompetenz. Nee, die haben wir natürlich. Also ein bisschen auch PowerPoint-Karaoke under the Christmas Tree, oder? Ich meine, wir können auch versuchen, einfach so total kommunikativ in Borg-Cubes umgerechnet alles Antworten zu geben und Ja, Schätzfragen, und dann, immer sehr gut. Ja, Schätzfragen, guck mal, das ist übrigens Matthias hier von Open Science. Nein. Natürlich. Jetzt da kommst du gerade, wenn wir hier eine Chaos-Folge machen. Ach, schön. Ja, sonst ist es hier natürlich sehr strukturiert und so. Ja. Mit der Konzept und sowas. Didaktisch aufbereiteten. Ihr könnt jetzt in einem sehr komplexen, kollaborativen Prozess auch ermitteln, wer von euch bestimmt, wer was als Frage hier in den Chat gepostet wird, oder? Genau. Das ist jetzt, glaube ich, eure Aufgabe. Wer möchte als erstes eine Frage aus diesem Topf rausziehen und sie uns vorwerfen? Achso, also wir gucken gar nicht in das Dokument rein, oder wie?
Ach so. Ah, ja, genau. Nein, ja, ich denke schon, ne? Weil wir sind so. Dann sehen wir ja die anderen Fragen. Da müssten wir eine aussuchen. Dann könnten wir ja selektieren. Die Leute sollen sich einfach eine rausziehen und sie uns so. Okay. Ist ja so, hier. Stimmt, dann können wir die auch einblenden. Das ist ja immer gut. Ja, genau. Therapie-Session. Ja. Ist das schon die erste Frage hier? Ist das schon die erste Frage? Elfpurs? Ach, Elfpurs hat ja doch auch das Dokument angelegt. Ah, super. Oh mein Gott, was sind das für krasse Fragen? Ich dachte, das wäre so eine neue Art, so mit Glühwein und so. Die häufig einen universellen lateinischen Namen. Oh mein Gott, jemand hat Latein gesagt. Entschuldigt mich, ich muss gehen. Ja gut, aber es geht ja... Oh, jetzt könnte ich mir alle Quote einstreuen aus dem gemeinsamen Projekt. Claudia, euch lassen. Ja, es. Ja, okay. Oh Gott, Lockhart, erzähl du gerne. Oh Gott. Wir haben so eine kleine unromantische Beziehung. Also ich habe eine sehr unromantische Beziehung mit Latein. Nein, wir haben alle eine unromantische. Aber wie man von den lateinischen Namen zu den deutschen Namen kommt, nein! Ist natürlich über den kleinen Stohwasser. Wie den geil. Hat man natürlich immer dabei. Stehen. Ach ja. Du meine Güte. Hattest du Latein, René? Oh, Alter, ich hatte... also dieses Buch hier habe ich von meinem Großvater 1988 geschenkt bekommen. Der das hier in, ich weiß nicht, ob das Süterlin ist oder was, mir noch eine Widmung reingeschrieben hat. Nee. Ja. Das ist nur die alte Schrift von meinem Großvater. Ich bin ja sehr leidensmäßig unterwegs gewesen, weil ich in der 5. Klasse, wo in NRW damals Ende der 80er das Gymnasium anfing, dann nicht Englisch lernen konnte, sondern erstmal Latein lernen musste. Und insofern habe ich mir, glaube ich, Latein 6 Jahre lang um die Ohren geschlagen. Du hast ein Latinum. Ich habe hab da das durchlitten und war dann aber, als ich das abwählen durfte nach 6 Jahren, war ich sehr froh. You are a smart person. Ja, wirklich. Ja. Also beim Henning, bei mir ist es so, also als wir die Revolution gestartet haben, dass der Bibliothekartag nicht mehr Bibliothekartag heißt, aus Gründen der, es sind nicht nur Männer und aus Gründen der, es handelt sich nicht nur um Menschen, die einen Bibliotheksabschluss an der Hochschule haben, die in Bibliotheken arbeiten, hat man uns irgendwann oder so einer gewissen Gruppe Menschen irgendwann gesagt, wir hätten dazu ja eigentlich gar nichts beizutragen, weil wir haben ja kein Latein studiert oder Latein gelernt. Ja. Und seitdem ist die Abwesenheit meiner Lateinkenntnisse etwas, womit ich sehr hart flexe. Und dann hatten wir jetzt ein Projekt, Lammert und ich zusammen, und jemand hat einen, ich weiß nicht, wer, irgendjemand hat den einen Titel, eine lateinische Phrase eingebaut. Und dann haben wir die, also ich habe sie gelöscht. Also was ich am Lateinlernen echt geschätzt habe, ist, dass ich in dem Moment, wo ich Latein gelernt habe, erst die Struktur der deutschen Sprache wirklich verstanden habe. Also als gebürtiger Muttersprachler ist man ja irgendwie, da fühlt man sich so zu Hause, ohne dass man sich über sowas wie Konjugation oder Deklination überhaupt nur irgendwelche Gedanken macht. Ich fürchte, ich habe das vielleicht sogar mal im Deutschunterricht gelernt, aber erst als man dann in Latein gelernt hat, dass es diesen Ablativ gab, was ja ein zusätzlicher... Fall im Lateinischen ist, den du im Deutschen so gar nicht hast. Da ist mir eigentlich erst klar geworden, wie das die sprachliche Struktur im Deutschen so ist und dass die halt auch anders sein könnte. Und ja, das fand ich irgendwie ein ganz spannendes Element. Aber ich fürchte, wir drücken uns ja hier nur durch irgendwelche alten Geschichten aus den 80ern drumherum, dass wir keine Ahnung haben, wie diese Übersetzung von neu benannten lateinischen Arten ins Deutsche und so. Ich habe null Ahnung. Also das dumme Gefühl, dass es darauf so eine richtige, so eine richtige Antwort gibt. Ne? Also das ist so die Sorte Frage. Ja, ich sehe das. Wollen wir das gemeinsam recherchieren? Wir raten und dann löst Elf Purses auf. Wenn ja, Elf Purses das weiß. Aber was es doch auf jeden Fall auch gibt als Fall, widersprechen mir, wenn ihr es anders seht. Aber was es doch auch gibt, ist, dass zum Beispiel ein neues Ding nach der Entdeckerin benannt wird. Ja. Und dann wird der Name der Entdeckerin für die lateinische Bezeichnung latinisiert. Also dann, weiß ich nicht, angenommen, man würde irgendwie ein Moos finden, und Henning. Hellerensis. Henning Krausii würde das dann heißen. Ja. Glaube ich wirklich. Echt? Ja. Das wäre so, glaubt mir. Das ist aber nicht das, was sie sucht als Antwort, schätze ich. Ne? Das könnte so sein. Oder ich würde jetzt einfach mal die These in den Raum stellen, es gibt da pro biologischer Gattung oder Familie oder wie das heißt, gibt es da ein Fachgremium,
die dort irgendwie auf 2 Jahre gewählt sind von der Community und die das dann benennen. Und dann schmeißen die DeepL an und übersetzen das dann ins Englische. Oh ja, ja, oder sie denken sich einfach... Das klingt so richtig. Das, ja. Das klingt, also das klingt schon passend. Ja. Ich habe da gibt es so Leute, die sitzen in einer Fachkommission und die haben Latinum und die flexen das sehr stark und so. Und die werden angerufen und so. Und dann gibt es manchmal Streitfälle und die werden nach irgendwelchen Regeln entschieden und so. Ja. Okay. Ich habe ja selbst keine Ahnung. Alles klar. Dann machen wir das ganz gut. Altes Spiel mit Roger Rabbit hier. Nein, das sind doch keine... Oh. Offene Fragen zu stellen, zu denen man... Doch, natürlich, das muss doch. Also pass auf, ich habe jetzt, was ich gemacht habe, ist, ich habe hier eingegeben, wie kommt man zum Namen einer Entdeckung auf den lateinischen Namen? Forschungsstrom beim Googlen zu. So, aber pass auf. Wissenschaftliche Recherchemethoden werden hier angewendet. Nomenklatur bezeichnet in der Biologie die Disziplin der wissenschaftlichen Benennung von Lebewesen. Das wusste ich nicht. Nomenklatur innerhalb der Wissenschaft die Grundlage für eine international verständliche und nachprüfbare Kommunikation über Organismen da ist. Ach je. Kannst du mal bitte innerhalb des Wikipedia-Dokuments Streitfälle oder so oder unklar? Also ich meine, weil es muss doch irgendwie Widersprüche geben und dann. Okay. Sehe ich gerade jetzt nicht. Entschuldigung, ich muss das von Barry Jive eben mal kurz einblenden, weil es so schön ist. Was? Ich verstehe Barry Jive. Ubo den Uhu. Ubo, was? Ubo den Uhu. Okay. Das ist wirklich der Name des Uhus. Und ich meine, das ist ja generell das Schöne, dass lautmalerische Sachen in verschiedenen Sprachen und offenbar auch in Latein, das war mir jetzt neu, so schöne unterschiedliche Ausformungen haben. Es leuchtet mir sofort ein, warum Uhu Bubo Bubo heißt, oder? Das ist doch irgendwie klar. So. Ja, klingt gut. Bubo, macht das Geräusch? Nee, also da gibt es jetzt nichts, außer dass man hier der Artname der Person zugeschrieben und so, aber wie man jetzt vom Lateinischen zu dem normalen Namen kommt, weiß ich nicht, aber es gibt hier eine Liste skurriler wissenschaftlicher Namen aus der Biologie. Ja. Ja. Da scheint sich der Chat auch gerade draus zu bedienen, so wie das hier aussieht. Aus dieser Liste, meinst du? Ja, klar. Die sind aber gut. Ja, okay. Palindrome. Oh mein Gott, die sind auch noch sortiert. Anagramm. Oh, herrje. Okay, gut. Die Liebe der Menschen, die Wikipedia pflegen, ist unergründlich. Gollum, eine Gattung der Haifamilie Pseudotriakidae, genannt nach Gollum, dem führenden Hüter des Ringes. Seriously? Nein. Wird danach benannt? Aber das war ein Tolkien-Fan, oder? Das war unabhängig jetzt von der Seriengeschichte und so. Ja. Ja, gut. Ja. Nein, das ist wirklich, die Gattung wurde herrlich. Nach Gollum. So kommt man auf den Namen, ja. Und toll. Hier, der Name ist tatsächlich auf Latein Gollum attenuatus. Gattung Gollum. Okay, gut. Also, ich bin begeistert. Ich würde sagen, die Antwort lautet, es ist kompliziert. Das stimmt, aber hier, leider ich muss mal den Link von Mr. Prosser hier mal gerade rausfischen und mal gucken, was da so drin steht. Vielleicht ist da ja noch, also vielleicht erleuchtet uns da ja noch was. Ich habe jetzt hier nur die billigste aller Suchen gemacht und nicht weitergeguckt. Ja, ich möchte diese Waschmaschine kaufen. guck mal. In der jeweiligen Landessprache, für die gibt es im Gegensatz zu den wissenschaftlichen Namen keine international festgelegte Nomenklatur. Aha. Mhm. Im selben deutschen Namen verschiedene Pflanzen bzw. Tiere bezeichnet. Ach, herrje. Die haben da Homonyme, das kennt man als Bibliothekarin. Okay. Oha. Ganz gefährlich. Ja, das ist wirklich, ich möchte übrigens eine Wette eingehen hiermit, dass das es auch schon Literatur darüber geben wird, dass man die Wissenschaftssprache dahingehend dekolonisieren muss, dass man nicht mehr Latein als gemeinsamen Nenner unterstellt, oder? Das wird es doch mit Sicherheit geben. Oh, weil, Cancel Culture fürs Lateinische, Lambert, das ist jetzt... Ja. Ich wollte gerade sagen, ich kenne da so eine bestimmte Personengruppe, die gerade... Schweißausbrüche kriegt und uns den Mund verbietet, weil wir kein Latino haben. Henning muss das fordern. Ja, dann muss ich den kleinen Schubach rausholen. Ja.
So, Chat, das war doch irgendwie schon mal eine gute erste Frage. Habt ihr noch eine zweite Frage? Wer möchte die zweite Frage aus dem Hut ziehen? Wäre natürlich interessant zu wissen, wenn ihr auch mal die Antwort besser wüsstet als wir, aber vielleicht sind es ja auch Dinge, auf die es gibt. Kleine Kritik der Zuhörerschaft. Also ja, Fragen, wo ihr ein bisschen was über die Antwort wüsstet, sind auch gern gesehen. Das ist auch möglich. Nee, finde das gut, dass wir das gemeinsam rausfinden. Ja. Okay. Antworten können ist ja langweilig. Das stimmt natürlich. So, wie sieht das jetzt aus hier? Ansonsten denken wir uns irgendwie Fragen aus. Nee. Ihr habt euch wir warten noch mal. Wir warten mal. Ja. Wir haben ja hier was zu trinken. Meine Kaltfront ist übrigens extrem bitter, aber ich glaube, das liegt einfach an der Tatsache, dass es sich um Bier handelt. Allerdings habe ich festgestellt, es ist ein Bier Wiener Style. Da hole ich mir UK-Bier, ein UK-Bier Adventskalender, und da steht Vienna Style Lager drauf. Ich hätte jetzt damit gerechnet, dass das so Weihnachtsgewürze-Geschmack hat, irgendwas mit Zimt oder so. Ist ja Kaltfront. Ich habe es kalt gestellt. Das war mein Beitrag zu dem Getränk. Bei Bier-Adventskalender kann ich auch noch mal eine Empfehlung weitergeben. Also wenn ihr mal irgendwem was um den 1. Dezember herum schenken müsst und absolut nicht wisst, was ihr machen wollt. Mir hat mal ein Freund auch einen Bier-Weihnachtskalender geschickt. Da hat er allerdings einfach eine 24er-Kiste Bier gekauft und oben drauf auf die Kronkorken einfach die Nummern von 1 bis 24 geschrieben. Lovely. Das war eigentlich eine gute Idee. Das ist doch praktikabel. Also, einfach mal einen Weihnachtskalender selbst basteln. Ja. Also ich meine, das ist Medikamentendöschen, halt wo man dann immer den Überblick behält, welche man schon geöffnet hat oder so oder welche man schon genommen hat. Nein, das ist jetzt keine ernste Frage, oder? Doch, ich fürchte, was haben Fische durch? Ich habe keine Ahnung, haben Fische durch? Oh Gott, ey. Das ist so ein bisschen so, als ob man irgendwie für Tiere, die an Land leben, in der Luftatmosphäre irgendwie so einen Begriff hätte wie irgendwie... Müssen Giraffen atmen. Ja, sowas, ne? Müssen Landsäugetiere atmen. Das ist völlig zufällig gezogen. Weil sie scheint aber insofern im Pad gestanden zu haben oder in dem Cloud-Doktor gestanden zu haben. Ja, also ich sag mal, die müssen auch was trinken. Aber ich weiß nicht, ob sie Durst haben. Also ich muss ja jetzt mal sagen, also trinken sie etwas oder nehmen sie Flüssigkeit zu sich, ist ja etwas anderes, als haben sie Durst. Weil Durst hat man ja, weil man zu wenig getrunken hat. Und etwas trinken muss. Ist so ein bisschen wie Atemnot bei einem Landtier oder so. Ne? Das ist dann irgendwie, wenn du nicht genug Luft kriegst. Ja, ich würde auch sagen, dass das Fische zumindest, das kennt man vom Fisch ausnehmen, dass die eine Blase haben. Das heißt, da gibt es einen organischen Vorgang, der Trinken ist irgendwie. Sage ich jetzt einfach mal so, behaupte ich mal so. Und dann gibt es, würde ich jetzt weiter auch schließen, sowas wie einen Bedarf, der auch empfunden werden können muss. So, aber ich meine, bei Tieren generell von Durst zu sprechen, übrigens ist ja schon ein Stretch, oder? Weil ich meine, wir bilden uns einen Begriff von Durst als Menschen und übertragen das dann auf Tiere und schließen, dass die das auch haben, kann das sein? Ja, aber dass Tiere Durst haben, würde ich doch schon jetzt schon so sehen. Also, wenn du mal irgendwie Tiere in einer Hitzeperiode irgendwie siehst, die dann irgendwie da zum Trinken kommen oder so. Also... Die müssen ja schon ihren Flüssigkeitshaushalt dann ausgleichen. Aber gut, sie können es natürlich nicht als. Also, als Leute, Gefühl ich sag mal, diese heutige Folge hätten wir vielleicht benennen sollen: Wir ruinieren Fuzzys, Claudias Google-Suchhistorie. Du bist doch noch im Kognitiv-Modus, habe ich eben gesehen. Das ist doch alles safe. Ja, dann ist gut. Ich habe jetzt gegoogelt: Pinkeln Fische. Und? Nein, ach toll, okay. Ja, und ist das not safe for work, was dabei rauskommt, weil das so ein Code ist für irgendwelche Praktiken oder so? Oh Gott. Ist jetzt so naheliegende Frage. Nein. Also die erste Antwort ist, da Salzwasserfische die meiste Flüssigkeit über die Körperzellen verlieren, also wegen dem Salzgehalt, urinieren sie wenig. Aber Süßwasserfische herrscht dagegen ein geringer Flüssigkeitsdruck als im umgebenden Wasser, daher müssen sie nicht trinken. Also sie müssen nicht trinken, sondern sie also nehmen. Was? Also auch nicht. Ich bin auch. Du siehst mich auch verwirrt. Okay, also wenn ihr weitermacht mit euren Fragen, ist unser Gehirn am Ende dieser Folge total verknotet und alle Gewissheiten sind dahin.
Bei diesem Kommentar wusste ich ja nicht so richtig, wie ich das letzte Wort aussprechen soll. Also ob es um meinen Urinstinkt geht oder ob es um Urinstinkt geht. Aber gut, das lassen wir. Oh mein Gott, okay. Also in den Körperzellen von Süßwasserfischen herrscht dagegen ein geringerer Flüssigkeitsdruck als im umgebenden Wasser. Daher müssen sie nicht trinken. Im Gegenteil, damit sie buchstäblich nicht platzen, müssen sie sogar besonders viel urinieren. Also sie trinken nicht, aber sie urinieren viel. Verstehst du? Ja. Ja, das so. Ja, today we learned. Ja. Damit sie nicht platzen. Sehr, ja, gut, haben wir das auch geklärt. Damit sie nicht platzen. Wie schnell wir hier, wie schnell wir hier die erforschen. Die haben aber keinen Durst, weil die sind ständig am Saufen. Süßwasserfische. Salzwasserfische trinken. So, Chat, nächste Frage. Zack, 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 hier. Hälfte rauslassen. Henning im Abarbeitungsmodus. Ja, genau, jetzt mal so ein bisschen schneller getaktet hier. Wir wissen die Antwort. Oh mein Gott, Barry. Oh mein Gott. Wie geil, wie geil. Wenn wir müssten, was muss denn damit passieren, dass ich das muss? Naja, wenn du zum Beispiel, wenn die Lambert entführen und Lambert irgendwie seit 14 Tagen da Gefangener vom Elsevier-Verlag und dann müssen wir eine total gute Werbung dafür machen, Claudia, du und ich. Okay. Genau. Ja, oder sie lassen mich einen Mastodon-Tröd absetzen und ich muss zu erkennen geben, ohne es offen anzusprechen, dass ich in einer Notsituation bin. Und dann würde ich sowas schreiben wie Elsevier, your One-Stop-Shop for Vertrauen in Wissenschaftsinformationen oder so, oder? Ja. Und dann wüsstet ihr, oh, mit Lambert stimmt irgendwas nicht. Irgendwas. Oder? Stimmt. Ja, genau. Also ich hätte wahrscheinlich gesagt, publish with Elsevier, lose your integrity. Oder so. Nein, keine Werbung. Ich muss das positiv formulieren. Wie macht man das? Mach denn? Du bitte nochmal. Rette das, ja? Rette uns. Ja. Ich würde einfach irgendwie so eine Art Influencer-Video machen, dass ich mir dann hier so ein Elsevier-Paper-Journal nehme und dann irgendwie so eine Art vielleicht mit Unboxing und dann noch so ein Haul, dass ich vielleicht so eine Bibliothek gehe und mir so ein paar Journals da hole und die dann so auslege und dann erstmal so vielleicht auch so auffalte, gucken, wie die riechen, dass ich dann natürlich auch die Papierqualität nochmal so lobe und Nee, das ist eine gute Idee, so ein YouTube-Video, wo wir sitzen wie hier und dann halten wir so die Artikel hoch. Und guck mal, das hier, das habe ich mir auch gegönnt. Ich fand, das war einfach mal wieder was wert hier. Das ist jetzt auch ein Computational. Also wenn ihr das haben wollt, guckt mal. Ne? Ist wirklich hübsch, ist auch ganz neu, ist erst 2 Wochen alt. Ja. So, und dann hat mir meine Freundin noch dieses Paper empfohlen. Das war ein bisschen teuer, Sci-Fluencer. Aber es war es mir wert. Echtes Sci-Fluencer. Genau. Ja. Ich würde gerne noch in dieses Video so einen ganz schnell wachsenden Balken für irgendeinen so einen Impact-Faktor und dann so, wow, das ist aber, aber hallo. Ja, so, genau. Weil es dieser Impact-Faktor-Kult, den muss man noch irgendwie visuell rüber. Ja, also spendet irgendwie was für mich in irgendeiner Form mit Likes, damit mein Impact-Faktor steigt, genauso. Mein Score, mein H-Index steigt, wenn ihr hier liked. Toll. Ja, damit könnte ich ja. Gut, dann haben wir das doch auch geklärt. Das war eine sehr hochwertige Frage, mal Lob an den Chat, muss man ja auch mal anbringen. Ja, das war eine sehr schöne Frage. Wir haben sie doch gut, glaube ich, gut beantwortet. Barry Jive, wenn wir in der Historie weitergehen, gibt es hier eine Frage an mich von Tom. Ich mache immer schöne Fotos von meinem Arbeitsweg, aber warum ist das immer so früh? Das liegt einfach daran, weil der Wecker so früh klingelt und ich dann immer schon wach bin und mich aufs Fahrrad setze und losfahre. Da liegt das. Und weil ich dann halt irgendwie möglichst um 3:45 wieder zu Hause sein will, weil ich dann Familienleben habe. Und dazu muss man früh anfangen, wenn man früh fertig werden will. So einfach. Das ist eine schöne Fotoserie jedenfalls, ja. Mhm. Jetzt nicht mehr auf Twitter, sondern auf chaos.social. So. Gut. Das wäre schade und Lambert. Achso, das war noch zum... Ach, da ging es um das Gedankenspiel. Okay, ja, was haben wir denn noch für Fragen?
Was erwartet uns dann noch? Ich habe so ein bisschen, ich glaube, da kommt noch Kniffligeres, habe ich so das Gefühl. Ja. Aber ich finde, also viel kniffliger als haben Fische Durst, kann es kaum werden. Dann lieber noch eine Elsevier-Werbungsfrage. Dann trinken wir noch eins. Kann man ja auch weiterspinnen, ne? Also Werbung für so andere. Bei mir hängt das Twitch-Video, aber anscheinend nicht bei allen anderen. Das scheint dann nur hier zu sein. Okay, gut. Hängt das Stream? Nein, ich hoffe nicht. Aber gut. Ah, das ist aber eine schöne Frage. Okay. Hm. Ach, herrje. Ja, ja. Oh, I wish. Nein, gibt's das? Ich glaube, ich könnte jetzt versuchen, das ernsthaft zu beantworten, wenn das von Interesse ist. Ich, Lambert hängt. Hast du Insiderwissen? Ja. Echt? Ich hänge? Im Ernst jetzt? Okay. Sag mal. Ja, ich habe, jetzt muss ich ganz, ganz vorsichtig sein, wie ich die Anekdote erzähle, ohne was offen zu legen. Denk nochmal drüber nach. Ja, okay. Also ich habe einen Fall erlebt, wo ich das erlebt habe. Und ich glaube, das war sogar, also die Beteiligten würden sagen, das war ethisch. Es gibt also Leute, die machen sich selbstständig als Beratungsagenturen oder so. Und die sind dann nicht die, also vielleicht stehen die auch mit auf dem Antrag. Aber die müssen immer gewährleisten, dass es dann echte Leute gibt, die sich das zu eigen machen und dann als WissenschaftlerInnen den Antrag stellen oder so. Aber die haben so ein Erfahrungswissen. Also es sind schon auch Leute mit einem PhD oder so, die dann so aber eben ExpertInnen sind für Antragsstrategie. Sowas gibt es tatsächlich. Und irgendwie macht es auf eine komische Art Sinn, ja, weil das ja so eine Art Handwerk ist, die man erlernt. Und auf die Idee zu kommen, zu sagen, hey, das mache ich zu Geld irgendwie. Ich beteilige mich gar nicht an der Umsetzung des Projekts, sondern lass mir einfach ein bisschen, aber wie die sich das dann finanzieren lassen. Je genauer ich es überlege, ist es mir doch nicht klar, ob es wirklich so ganz toll ist. Aber sowas gibt's. Aber Matthias ist auch der Meinung. Ja, gibt's, okay. Ja. Ich finde es, okay. Aber die Ideenfindung ist ja dann, also das muss ja. Ja, angenommen schön. Mal, ich versuche es mal ohne die Sache zu brechen, der Identität der Leuten. Angenommen mal, du bist ein Hersteller von Forschungsgroßgeräten und du willst diese Geräte absetzen. Dann hast du ja vielleicht ein Interesse daran, dass Leute Anträge stellen, wo das drin vorkommt. So, was machst du? Okay, I see. Solche Szenarien gibt's. Ja. Schön fand ich aber auch die Idee hier im Chat, dass Aaron dann sagte, dass das Schreiben der Anträge auch die KI erledigen könnte, wohingegen dann sagt, dass dann aber es auch wirklich erst Feature Complete wäre, wenn eine oder dieselbe KI die Anträge dann auch gleich bewerten könnte. Also das ist dann so ein bisschen so, wir hatten das doch mal irgendwie in irgendeiner Folge, wo so KIs Telefonanrufe beantwortet haben und wo dann andere Leute eine KI haben bei dem Telefon, bei dem anderen KI-System haben anrufen lassen, sodass dann zwei KIs miteinander telefoniert haben über so ein Audio Workaround. Und das wäre natürlich schön, weil die KIs kannst ja dann auch irgendwie echt millionenfache Anträge schreiben lassen und dann millionenfache Ablehnungen schreiben lassen. Ja. Das finde ich gut, die können dann, weißt du, das ist so wie so Micro-Transactions, wo einfach nur Computer miteinander reden, dann können die sich gegenseitig, also eine KI schreibt Anträge, eine KI denkt sich die Forschung aus, dann bewertet eine KI das, dann generiert die KI die Forschungsergebnisse und führt die Forschung durch, dann kommt eine KI und macht das Peer-Review, schreibt den Artikel, die andere KI macht das Peer-Review und dann werden die Publikationen wieder von der KI ausgewertet, um neue Forschungsthemen zu finden für eine neue Forschungsfrage. Dann gibt es noch einen KI-Twitch-Stream, der darüber spricht. Ach so, ja genau, eine Plugin. Der Non-Human Actors, sage ich nur. Non-Human Actors, sage ich dazu nur. Wunderbar. Aber hier kam noch mal eine etwas seriösere Überlegung, die ich doch kurz einblenden will, von Hepta Jean, der sagt, dass das ist auf jeden Fall zu beobachten, dass das ein professionalisiertes, begleitetes Geschäft ist. Der Unterschied bei den Leuten in den Forschungsorganisationen ist natürlich, dass die nicht auf eigene Rechnung damit ein Geschäft machen, ne? Also bei Ghostwriter assoziiert man ja aber ansonsten stimmt der Hinweis. Ja. Okay. Wir hatten eben noch was anderes eingeblendet, aber jetzt, ich habe die Anschlussfrage. Lost Track in Orchard. Ist das wirtschaftlicher als klassische Bestätigung? Ah.
Die Wirtschaftlichkeitsfrage ist bei dem Thema jetzt echt spannend. Oh, fuck, das ist super. Ich glaube, die kann man nicht beantworten. So, hier, krasser Themenwechsel. Wenn der Laplace'sche Dämon aus dem Gedankenexperiment Wissenschaftskommunikator wäre, was würde er kommunizieren? Oh, könnt ihr mir bitte Nachhilfe geben in Wissenschaftsgeschichte? Also, ich habe das... Es hat was mit Thermodynamik zu tun und du hast, glaube ich, wenn ich das jetzt richtig ohne jegliche Vorbereitung aus meinem Hirn kratzen kann, von der Thermodynamik-Vorlesung, die ich etwa 2001 gehabt haben muss. Also du hast so zwei um Gase, die du in eingesperrten Kisten hast und du hast so zwei Kisten, die sind mit einem kleinen Röhrchen miteinander verbunden. Und am Anfang zum Beispiel hast du in einer Kiste ein Vakuum und in der anderen Kiste hast du ein Gas mit irgendwie einem Druck oder so. Und dann machst du irgendwie das Röhrchen in der Mitte auf und dann strömt das Gas von der einen in die andere Box, sodass sich der Druck ausgleicht. Und dann hast du sozusagen die Moleküle, die vorher 100% zu 0% verteilt waren, hast du dann so 50-50 verteilt, wenn die Kisten gleich groß sind. Und jetzt hast du dieses Laplace'sche Dämon, sitzt so da in der Mitte von diesem Ding und sitzt an diesem Ventil. Und immer wenn die Moleküle von der einen Seite kommen und durch die Wärmebewegung in eine Richtung sich bewegen, macht das Laplace'sche Dämon so kurz die Klappe auf und dann wieder zu. Und so kann dann also das, was einem sonst alltagstechnisch unrealistisch erscheint, der Chat möge mich korrigieren, wenn ich hier irgendein ganz anderes Phänomen erkläre, passieren, dass, wenn du dieses Laplace'sche Dämon hättest, was das so machen könnte, dass du immer so ein Molekül für Molekül durch kurzes Auf- und Zumachen dann von rechts nach links wandern kannst, wenn der Druckausgleich eigentlich schon passiert ist, sodass du eigentlich immer dann einzelne Moleküle sozusagen von der eigentlich leeren Kiste in die vollere Kiste packst, sodass dann irgendwann es nicht mehr 50-50, sondern wieder 100-0 in der anderen Richtung verteilt ist. Und dass das halt irgendwie im Normalfall nicht geht oder irgendwie nicht gehen kann oder unendlich viel Energie braucht oder ich weiß nicht mehr, ist glaube ich, dieses Laplace'sche Dämon so. Und jetzt korrigiert mich der Chat bitte, aber es hat irgendwas mit so Gasen und Thermodynamik zu tun, oder Claudia? Aber wenn der Laplace'sche Dämon Wissenschaftskommunikator wäre, was würde er kommunizieren? Das ist natürlich jetzt noch die eigentliche Frage. Also, ich würde, er kommuniziert Pling. Ich habe das Gefühl, dieses Ding würde Pling machen. Pling? Das Geräusch, das ein Laplace'sche Dämon macht, ist Pling. Ja, wir blamieren uns so fast halb vor dem Chatpublikum, merke ich gerade, weil die korrigieren uns hier schon die ganze Zeit. Ah, okay, dann sag mal, was kommt denn? Das, was Henning beschrieben hat, gibt's, aber es ist, hat einen anderen Namen. Ah, Maxwell'sche Dämon. Ach, das war der Maxwell'sche Dämon. Entschuldigung, jetzt habe ich was ganz anderes erklärt. Ja. Ja. Nee, dann? Eine Intelligenz, die den gesamten Zustand des Universums kennt und daher die Zukunft berechnen kann, wenn man dann an Determinismus glaubt. Ah, okay. Also man glaubt, dass es nur eine, also gibt es eine richtige. Okay. Hm. Oh, wo war denn jetzt die Frage? Ich würde die gerne wieder... Oh Gott, jetzt habe ich sie natürlich verloren. Die ist noch weiter oben, da komme ich jetzt auch nicht mehr hin. Ich hab's, das war's, ja. Genau. Achso, die weiß alles über die Zukunft. Was würde er kommunizieren? Okay. Ja, ich hätte so eine Vorstellung, und zwar, die würde sich halt lustig machen über den defizitären Kenntnisstand der Leute, die das noch nicht wissen und deswegen Forschung betreiben, oder? Das wäre so ein zynischer Dämon. Aber es ist halt ein Dämon. Ich stelle mir auch tatsächlich vor, er würde quasi immer das Gegenteil von dem kommunizieren, was uns in eine bessere Zukunft führt. Weißt du, weil ein Dämon eben. Also würde genau, er weiß, dass X führt uns in eine bessere Welt, Y in eine schlechtere. Ich würde dann immer X kommunizieren. Macht doch X, damit es schlechter wird. Weißt du? Das wäre so meine Interpretation, weil es ein Dämon ist. Aber ich bin hier, wir sind hier im hochspekulativen Teil der Welt. Oder vielleicht würde er so, dass das wäre dann so die Kinderfernsehen, Wissenschaftskommunikation, das Heiß-Kalt-Spiel und dann sagen, die Forschung, die bringt euch nicht so viel weiter. Da hat ihr... Oder sowas. Nein, okay, gut. Ich find das hier gut. Macht lieber Party. Ja, kann man so machen, würde ich sagen. Na. Das war jetzt mal eine Frage, die hat uns, da haben wir gar nichts zu beizutragen. So.
da konnten wir nicht weiterhelfen. Haben wir Fragen, wo wir weiterhelfen können? Ich habe mich aber auch jetzt gerade wirklich an Goethes Faust hier erinnert, gefühlt. Mm. Ja. Ich habe den Gründgens hier schon gehört, quasi vor meinem inneren Ohr. Okay. Die Antwort ist gut. Guck mal hier, die letzte. Er würde auf jeden Fall vorher berechnet haben, was er erzählt. Ja. Das würde er auf jeden Fall vorher einmal checken. Das ist schön, was es für Auswirkungen hat. Und dann eben das erzählen, was die schlechtesten Auswirkungen hat, weil das ist ein Dämon. Ich habe da irgendwie so, für mich ist das hat so eine Evil-Perspektive. Ja. Wir hatten oben irgendwo eine Frage, die ist jetzt schon wieder so weit weg, da komme ich gar nicht mehr hin, aber vielleicht sucht sich ja noch worum mal jemand raus. Worum ging es denn? Um Wissenschaftskommunikation auch, aber nicht um nicht den Dämon. Also da, wenn jemand zur Hand hat. Okay. Hab sie. Schon über 10 Minuten her. Gerne inklusive Definition wirklich guter Wisscom. Fragen wir doch die Professorin für Wisenschaftskommunikation. Die ist gut, ja zufällig gerade hier. Ich weiß gar nicht, wer das sein soll. Dann muss ich jetzt aber erstmal zurückfragen. Ja, ja, das ist der Klassiker. Wisscom mit der Öffentlichkeit. Ich nehme mal an, dass Wisscom als Kommunikation. Interne oder externe Wissenschaftskommunikation. Ja, genau. Worum reden meint wir? Ihr denn weil so? Das uns daran hey, Chat, ihr stellt uns hier Fragen mit undefinierten oder unklar definierten Begriffen. Ja, das können wir auch. Ziele. Dafür da brauchen wir euch nicht. Hier ist aber schön nochmal zurück. Ich glaube, das ist aus dem Pad. Also von die Grundvorlesung. Also, weil, ganz ehrlich, was hindert uns daran, wirklich gute Wisscom zu machen, wenn wir über Publikationen und wissenschaftliche Veröffentlichung reden? Dann können Lambert und ich hier gerne einen einstündigen Vortrag darüber halten, was uns alles daran hindert, wirklich gut zu machen. Aber wenn es jetzt tatsächlich darum geht, dass wir hier mit der Öffentlichkeit kommunizieren und wir wollen Kommunikation mit der Öffentlichkeit zusammen gestalten, dann ist das hier was anderes. So. Also aus dem Elfenbeinturm rein in das Geschehen. Dann ist das was anderes. Was ist denn dann wirklich gute Wisscom? Ja, das ist, ja, genau. Also A, was ist Wisscom? B, was ist gut? C, was ist machen? Nee, aber ich jetzt im Ernst, ich meine, das ist, also, ja, das ist halt wirklich sehr voraussetzungsreich. Ich sag mal, meine Definition, was ich unter guter Wisscom verstehe, ist, dass sie einen Impuls gibt, dass sie einen Gedanken, eine Idee, eine Vorstellung, ein Konzept, wie auch immer, in den Kopf von einer Person bringt, die zum Nachdenken bringt. Es geht mir nicht darum, dass da Inhalt passiert, es muss nicht eine große Veränderung sofort passieren, es muss keine Handlung sein, sondern einfach nur, es kommt etwas in den Kopf, was zum Nachdenken anregt. Und ich finde immer so diesen Fokus auf, wir müssen dann gucken, ob sich dann auch das Verhalten der Leute ändert, dass sie dann auch umweltfreundlicher sind. Das ist halt so eine andere Konnotation, finde ich. Für mich ist es erstmal eine gute Kommunikation zum Thema Wissenschaft, bringt erstmal einen neuen Funken an Idee oder irgendwas in den Kopf von Menschen, die sie zum Nachdenken anregt. Was dann damit passiert, ist eher ein Prozess, der dann noch länger dauert. Ne? Also das ist dann eher was Langfristiges. Also erstmal so, was eine gute Wisscom ist, das kann jetzt von so einem kleinen, schönen Infografik bis hin zu einem langen Vortrag oder einem größeren Projekt alles Mögliche sein. Aber das wäre für mich gute Wisscom. Aber wahrscheinlich ist das meine. Was ist bei dir, Henning? Ich würde sagen, also so ein paar Elemente, die mir dazu einfallen, ist, also diese Definitionsgeschichte, da kann man sich natürlich irgendwie drin verlieren. Und auch als jemand, der irgendwie, wie ich, jetzt 10 Jahre Wisscom-Praktiker ist, ist es immer noch schwer, da eine gute Definition zu finden. Es gibt ja diesen schönen Spruch irgendwie so, it's hard to define porn, also es ist schwer, Porno zu definieren, but it's easy to tell if you see it. Also es ist einfach zu sagen, wenn du etwas siehst, dass das ein Porno ist. Und das ist eigentlich bei vielen Dingen so, die schwer zu definieren sind. Mhm. Aber doch einfach sozusagen irgendwie jetzt erstmal Wisscom von Nicht-Wisscom vielleicht zu unterscheiden. Und da hast du dann ja auch Abgrenzungen, weil bei manchen Leuten haben so eine breite Wisscom-Definition, dass ich da denke, dann müsstest du auch wissenschaftliche Lehre oder eigentlich Schulunterricht oder so, müsstest du eigentlich auch unter Wissenschaftskommunikation fassen, wo ich finde, klar, breite Definitionen sind gut, weil sie niemanden ausschließen. Aber wenn du es so breit definierst, dass alles Wisscom ist,
dann wird es auch schwer, irgendwie noch konkret über Dinge zu sprechen. Und in dem Sinne habe ich mich jetzt um die Beantwortung dieser Definitionsfrage gedrückt habe sozusagen auch natürlich keine Antwort für eine definitionsmäßig abschließende Antwort zu guter Wissenschaftskommunikation. Aber ein Element, das ich nochmal beisteuern wollte, ist, dass ich finde, Wissenschaftskommunikation, wenn sie gut ist, macht auf jeden Fall die gesellschaftliche Relevanz von Wissenschaft deutlich. Das ist zwar auf den unterschiedlichsten Leveln konkret, wie diese Relevanz aussieht. Die kann auch irgendwie halt sehr, sehr unkonkret und sehr schwammig sein. Und ich finde, ein weiteres Element, das wichtig ist, gute Wissenschaftskommunikation macht irgendwie die Wissenschaft als Kulturleistung der Menschheit oder der Menschen auch deutlich. Das finde ich, das sind so zwei Elemente, die mir irgendwie wichtig sind. Aber das soll jetzt keine abschließende Liste von Merkmalen sein. Ja, interessante Antworten, die ihr habt. Ich lasse es einfach mal so stehen. Hast nein, du keine aber ich, Antwort? Es sind gute Antworten. Mir ging gerade so durch den Kopf, dass, glaube ich, je nachdem, wo gerade die Diskussion zu Wissenschaftskommunikation ist, die Antworten immer ganz anders ausgefallen wären oder so. Ich kann mir gut vorstellen, dass vor einer Weile oder so vielleicht sogar das so eine Art Publikumsbeschimpfung gewesen wäre und dann gesagt worden wäre, ja, Wissenschaftskommunikation scheitert halt daran, dass das Publikum ja viel zu wenig weiß. Die haben ja nicht das Latinum gemacht, um auf den Witz vom Anfang der Sendung zurückzukommen. Die können also auch keine gute Kunst unterscheiden. Das würde heute wahrscheinlich niemand mehr oder würden heute nicht mehr so viele sagen oder so, sondern dann schon eher die selbstreflexive Wendung, dass man sich überlegt, okay, was ist das Problem in der Wissenschaft? Was das verhindert? Ja. Ja, Chat, habt ihr die gute Viscom? Ja, genau. Wir fragen mal den Chat. Was sagt denn der Chat? Was ist denn für euch gute Viscom? Wir können ja derweil mal die anderen Teile der Frage beantworten. Also, was war der zweite Teil? Ist sie wieder weg? Achso, was gute Wissenschaftskommunikation ist und Definition der Wissenschaftskommunikation. Achso, und was uns daran hindert. Genau, was uns daran hindert, wirklich. Was uns daran hindert, hat ja, finde ich, J.P. Thiele. Das ist jetzt so die Antwort mit der Reflexion aus, was ist aus der Wissenschaft heraus gerade das Problem, dass sie nicht gut ist. Ne? Das ist natürlich, da ist auf jeden Fall was dran, sage ich jetzt mal. Also ja, das ist eine Zeitfrage. Tatsächlich muss man ja auch festhalten, dass an vielen Stellen Wissenschaftskommunikation noch nicht als Teil der Aufgabe von Forschenden begriffen wird. Also Menschen betreiben ihre TikTok-Kanäle oder ihre YouTube-Kanäle als Freizeitvergnügen oder als Nebentätigkeit. Es ist gar nicht Tätigkeit der Forschung selbst, also sie müssen es anmelden oder eben in der Freizeit Privatvergnügen tun. Und das ist natürlich auch ein Hinderungsgrund, wenn wir jetzt daran denken, dass wir gerne Wissenschaftskommunikation von Forschenden selbst hätten. Ne? Also es ist ja nochmal was anderes, wenn jetzt irgendwie jemand eingeladen wird, an einem Interview teilzunehmen oder bei einer YouTube-Folge irgendwie mitzuwirken oder einen kleinen Beitrag zu schreiben oder sowas ähnliches, das ist ja nochmal was anderes, als die Person macht selber Wissenschaftskommunikation, ne? Legt sich irgendwie einen Kanal an, denkt sich Inhalte aus, designt die vielleicht noch so. Also das ist ja viel mehr Arbeit und da steckt Zeit drin und das ist auch definitiv was rausfällt aus dem eigentlichen Aufgabengebiet. Und wenn das natürlich rausfällt aus dem eigentlichen Aufgabengebiet, ist dafür natürlich wenig Zeit da. Ne? Und das ist einfach ein schönes Gimmick obendrauf. Und genau, das on top ist, wenn man denn möchte. Und das, wenn man dann möchte, ist natürlich absolut weiter sehr, 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 sehr gerechtfertigt. Nicht alle müssen. So, was haben wir denn dann noch hier für Antworten? Ein bisschen. Entschuldigung, ich habe noch mal eine andere Gegenfrage in den Chat hinein. Und zwar, wie viele Fragen gibt es noch auf Vorrat? Nur so Pi mal Daumen oder so. Weil ich hätte auch Bock darauf, einfach noch mal so ein paar durchzuhauen. Es sei denn, wir sind sowieso schon fast am Ende. Dann können wir uns auch Zeit nehmen oder so dafür. Ich würde gerne ein Gefühl dafür haben. Ich habe keine Vorstellung gerade. Also ob wir sozusagen schon 50% aller Fragen beantwortet haben oder erst 10. So. Genau. Ja, das ist gut. Okay. Derweil sinniert doch schon mal hier rüber nach.
Wolf im Schafspelz ist immer sehr vertrauenserweckend, wenn jemand mit dem Namen eine Frage stellt. Geil, ja. Oh. Das geht wieder in die Richtung von dem Laplace'schen Dämon, ne, oder? So. Hm. Okay. Ah, das ist eine spannende Frage. Oh. Also ich würde sie auf jeden Fall teilen mit allen und der Welt. Das ist meine Persönlichkeit. Aber ganz ehrlich, ich hätte eine Woche lang vorher Spaß damit. Na. Ich würde mir eine Woche Vorsprung geben und vielleicht ein bisschen, wenn ich dann immer so alle, die Allwissenheit hätte, würde ich so ein paar Leute, die sonst immer so tun, als wären sie allwissend, denen würde ich gerne mal eine Woche lang so ein bisschen, weißt du, das so für mich, für mich, aber ansonsten... Als Kneipensport einfach, ne? Ja, genau. Ich würde nur Kneipenquiz machen und einmal gewinnen. Ja, genau, sowas meine ich. Das würde ich machen eine Woche lang und dann würde ich die Formel mit allen teilen. Klar. Okay. Ja, aber ich meine natürlich, wenn du sie teilst mit allen, dann hast du ja sofort die negativen Folgen, dass dann irgendwie die Elon Musks dieser Welt dann das für schlimme Dinge benutzen, die Allwissenheit, ne? Aber das ist ja hängt das mit allem so. Wenn wir forschen und Erkenntnisse haben und die veröffentlichen und teilen, ist in allem liegt die Gefahr, dass es jemand missbraucht für irgendetwas. In wirklich allem. Und ich glaube, davor ist man fast nie gefeit. Und das ist so etwas, womit man ja, also wo ja auch Open Science besteht, wir wollen das ja dennoch tun, weil nur wenn wir das dann auch öffentlich machen, weil wenn ich sie nur mit drei Leuten teile, dann kann sie einen Musk immer noch herausfinden. Oder wer garantiert mir, dass genau die drei Leute nicht Schabernack oder irgendwas damit treiben? Ich habe ja auch keine 100%ige Menschenkenntnis. Also ich glaube, den Gedanken muss man überwinden, weil natürlich auch all die tollen Menschen dann das Allwissen haben. Und genau, das ist aber unsere Gesellschaft. Aber du hast recht, natürlich, selbst wenn alle allwissend sind, kommen ja immer noch die Leute, die es interpretieren und für sich nutzen. Ja. Aber Atalantana sagt auch nein. Übrigens ist diese Frage im Chat beantwortet worden. Und schön, es gibt wohl durchaus noch eine Reihe Fragen. Und es ist mindestens eine ist auch schon weiter gefragt worden oder so. Wenn ihr Lust habt, können wir jetzt auch mal eine Strecke machen, so nicht die 5-Minuten-Terrine, sondern die 3-Minuten-Forschungsstromfrage oder so. Dass wir jeder so darf so eine zack, einen zack, Satz zack, abarbeiten. Genau. Aber ich wollte noch das hier ganz lassen. Ganz schlimm. Genau. Ja, absolut. Ich glaube ja. Ja. Ich glaube ja. Aber weißt du, dann ist es geteiltes Leid, ist halbes Leid. Wenn ich es dann schon weiß, müssen dann alle. Wir haben natürlich hier organisatorisch überhaupt nicht damit gerechnet, wie unübersichtlich das ist, wenn einfach irgendwo mal eine Frage gestreut wird und der Chat munter weiter. Gar nicht, chattet, aber hast du ja noch eine gesehen? Wiederfindet. Oh mein Gott, ja, ich was kommt nach gesehen. Das Klima? Ja, genau. Oh, das ist geil, eine gute Frage. Oh, geil. Die ist gut. Aaron, die ist gut. Pass auf. Es ist tatsächlich so, wir haben ja jetzt. Es sind nicht mehr viele Folgen übrig. Die letzte Folge wird aufgezeichnet Mitte Januar. Und dann tatsächlich, Leute, dann treffe ich Florian das allererste Mal. Geil. Nee, echt im Ernst jetzt, ja. Ich fahre nach Österreich. Ich habe eingeladen und gesagt, möchtest du nicht an den Braunkohletagebau kommen? Und dann haben wir uns darauf geeinigt, Österreich ist jetzt ein bisschen schöner. Also fahre ich nach Österreich und wir nehmen die letzte Folge gemeinsam auf und treffen uns dann zum ersten Mal persönlich. Also nicht Hörertreffen, sondern Podcaster-Treffen. Podcaster-Treffen, genau. Und mit letzte Folge ist gemeint die letzte Folge, die sich um den 6. Sachstandsbericht dreht. Wir haben noch keine Ahnung, was danach kommt. Aber grundsätzlich habe ich zumindest das Bedürfnis, noch 1-2 Folgen zu drehen, um ein paar Leute zu Wort kommen zu lassen, aufzunehmen, um ein paar Leute zu Wort kommen zu lassen, zu Themen, wo wir nicht ausreichend Fachwissen hatten oder nicht tief genug einsteigen konnten. Zum Beispiel zum Thema Energiewende würde ich gerne Kollegen einladen. So, und da sind, glaube ich, noch so eine Handvoll Themen, wo wir sagen, da würden wir gar noch mal. Und da gucken wir mal, wie wir das machen. Also es passt, das sprengt natürlich das Konzept von unserem Podcast. Aber so, hatten wir zum Beispiel den Daniel Hubmann oder so auch mal zu Gast gehabt? Ja, genau. Wir hatten auch Gäste, genau. Ja, ne? Und Gästin. Mhm. Und wir hatten aber das ja immer trotzdem zum Kapitel. Das waren immer die AutorInnen von einem Kapitel oder der hat es ja mit organisiert. Und genau.
Und wir haben jetzt, würden dann Leute anleihen, die jetzt vielleicht nicht mitgeschrieben haben, aber die zu einem bestimmten kleinen Themenbereich, wo wir sagen, der war echt spannend. Oder da haben wir vielleicht nicht alles korrekt zusammengetragen, weil es einfach doch nicht, oder auch nicht das Aktuellste zusammengetragen. Der Bericht ist, hat ja auch ein gewisses Alter schon jetzt. Und da würden wir gerne wahrscheinlich noch ein paar Leute mal dazu holen oder mal über ein paar Themen sprechen. Aber wie es dann weitergeht, ich weiß es noch nicht, ist die Antwort auf die Frage. Ja, Chat, wenn ihr eine Idee habt, schreibt es in den Chat. Ich würde jetzt ansonsten mal die Forderung stellen, also es gibt ja neben dem IPCC auch noch ein anderes internationales Gremium, das auch ein wichtiges Krisenthema beleuchtet, das IPBES, was ja die Biodiversitätsthematik betreut. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt gar nicht, wie das damit so Reports ist. Aber ich meine, ihr seid es doch gewohnt, es euch dreckig zu geben und solche krassen Berichte zu lesen. Gibt es nicht auch beim IPBES irgendwie so die Worst-of-Biodiversitätssterbe-Dokumentation als Bericht? Und dann könntet ihr eigentlich sozusagen irgendwie von das Klima auf irgendwie das Sterben oder so umgehen und dann das also. Sterben. Während dieser Folge sind dann, diese Lieder. Vor allem das Arten Sterben. Der Podcast zur Wissenschaft hinter dem Tod. Ja. Nee. Nein, okay, das Aussterben. Das Aussterben. Wir nennen es das. Okay, das Aussterben. Der Podcast zur Wissenschaft hinter dem Ende der Biodiversität. Florian, das tut mir jetzt leid, weil du eigentlich dieses Jahr was ganz anderes machen wolltest, aber. Cool. Nee, mal gucken, ich weiß nicht. Aber mir fällt gerade auf, die Frage ist ja, kommt nach das Klima? Ja. Gehen wir mal davon aus, das Klima endet dann demnächst. Danach kommt, dass ich mir ganz, 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 ganz fest verbiete, ein weiteres Projekt in dieser Größe in meiner Freizeit zu machen, als Seelentätigkeit, um es zu schaffen, mehr als 5 bis 6 Stunden Schlaf die Nacht zu kriegen. Das ist mein großes Ziel, wenn jemals ein nach dem das Klima kommt. Sehr smart. Ja. Es sei dir gegönnt. Ja, ihr seid echt krass, dass ihr das durchgezogen habt. Das ist unglaublich. Ja, ich bin auch immer noch ganz. Genau, und da kann ich vielleicht kurz mal ganz unverschämt Werbung machen. Für mich? Nein. Zusammen mit Julia. Henning hatte mal ein Telefonat mit Julia. Julia ist eine tolle, junge, aufstrebende Person mit ganz viel Bereich und Erfahrung im Journalismus, hat auch schon mal mit Lambert ein Interview gemacht zu Open Science, war das Thema. Und mit der zusammen bin ich bei den Hexen zu Gast, dem virtuellen Kongress der Hexen, die dann quasi zwischen den Jahren, so um die Zeit, wo sonst der Chaos Communication Kongress ist, ein paar Formate und tolles Programm zusammenstellen. Und da sprechen wir zusammen einfach über die Frage, 10.000 Seiten später, also 10.000 Seiten IPCC-Bericht später, was hat eigentlich dieses ganze Lesen von diesem Bericht und dieser Podcast mit mir gemacht? Ich weiß die Antwort auch noch nicht, die finden wir dann noch hoffentlich im Gespräch. Und ich freue mich schon total drauf, weil ich finde diese Gesprächsformate, wie Lambert und ich das jetzt neulich hatten, so viel schöner als irgendwie noch ein Talk. Weil dann können die Leute alle mitreden. Solche Teaser gehören immer in den Forschungsstrom, finde ich sehr schön. Das ist, genau, kommt gerne dazu. Ich teile das natürlich. Bitte konstruiert uns hier Fragen, die es uns erlauben, Teaser einzustreuen auf Seitenprodukte vom Forschungsstrom. Das ist sehr gut, dann müssen wir diese Frage hier dran nehmen. Okay. Welches deiner Kinder ist dir dein Liebstes, Claudia? Okay, das ist jetzt die unbibliothekarischste Antwort, die ich geben kann. Ich habe sehr viel Zeit meines Lebens in der kleinen, ranzigen, total unstrukturierten, nicht mit wunderbaren Signaturschildern versehenen und ohne Ausleihsystem bespielten Institutsbibliothek der Universität Mainz, des Instituts für Physik der Atmosphäre verbracht. Sehr, sehr viele Stunden, habe sehr viel gelitten. Da gab es noch kaum Wikipedia. Ich musste das alles noch in Büchern nachlesen. Und ich habe da sehr viel gesessen. Die hatte so 2 Tische, total alt und verranzt. Die war total vollgestellt. Da war noch ein Zettelkasten. So. Da musste ich noch recherchieren. Und ganz ehrlich, das ist so ein Ort, das ist so ein Zufluchtsort in meinen Gedanken, wo ich mich gerne so mal hinbeamen würde, weil das ist noch, es hat so ein, für das Gefühl. So, das ist die unbibliothekarischste Antwort, weil das Ding hat ansonsten, ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt, aber ein gefühltes Lieblingsstück für mich.
So, und Lambert. Ja, okay, ich habe die Frage schon mal gestellt bekommen, bei so einem komischen Interview für eine, Entschuldigung, nicht komisch, natürlich, sondern ganz netten Interview von so einer bibliothekarischen Fachzeitschrift, da gehörte das dann immer so zu diesen Standardfragen oder so. Und ich bleibe bei meiner Antwort, ich würde total gerne mal, weil ich da noch nie war und es mich total reizen würde, also es passt nicht auf die Frage nach Lieblingsbibliothek, fällt mir gerade auf. Naja, egal. Also, wo ich gerne mal hin würde, wäre die Bibliothek, die Nationalbibliothek von Indien, weil da ja der Ranganathan, der oft als Pionier des modernen Bibliothekswesens bezeichnet wird. Der problematische Pionier, des, oder war das nicht das? Ah, ja, ach, der hat auch schon coole Sachen, ja, okay, ja. Aber viele, so ist, also, viele... Ja. Problematische Menschen haben coole Dinge getan. Genau, ja, okay. Genau. Hier und da mal zu sein und sich das anzugucken und so, das, wo der gewirkt hat oder so, stelle ich mir schon ganz cool vor eigentlich. Und ich glaube, es ist auch immer noch eine große, was heißt immer noch, es ist eine große, beachtliche Bibliothek. So, ne? Ansonsten, klar, ich habe auch so eine ähnliche, also die Bibliothek meiner Kindheit, Stadtbücherei Nordhorn oder so. Ich, alle alten Bibliothekarinnen von damals, ich habe die Bleistiftkritzeleien in Büchern nicht so gemeint. Ich war wirklich gerne bei euch und ich liebe das in Erinnerung noch. Okay. Henning, als Nicht-Bibliothekar darf ich auch eine Meinung. Als Nicht-Bibliothekar, es gibt doch, also ich habe auch so eine Traumbibliothek. Ich weiß jetzt leider nicht mehr, wo das war. Die ist vor ein paar Jahren leider mal abgebrannt. Ist das diese Anna-Amalia-Bibliothek? Irgendwo in Niedersachsen bei euch muss das irgendwo sein, Lambert. Die soll so super architektonisch und so auch schön sein, aber die ist dann irgendwie abgebrannt. War das Anna-Amalia? Stimmt, oder was war das? Stimmt, ja, richtig erinnert, genau. Hm. Ja, das ist sozusagen würde ich gerne mal hingehen, aber war ich noch nie da. Ansonsten muss ich natürlich sagen, dass ich als Student in Hamburg in der Bibliothek des Departments Mathematik gearbeitet habe und da also studentische Hilfskraft war und da also händisch noch Signaturen in Tinte auf Aufkleber gemalt habe, die dann auf Bücher geklebt wurden und dann noch auf Schreibmaschine wie heißen diese Karten da geschrieben habe? Mit Karteikarten? Ja, nee, wo dann halt sozusagen diese bibliografische Aufnahme mit so bibliografischen Standards und so geschrieben worden ist, wo man dann die Herausgeber nur drei aufzählen durfte. Ja, Karteikarte, genau. Ja, okay. Das war ja, aber 2001. Aber Bücher, was ist das denn? Ist die richtige Frage zu dem Thema. Jedenfalls habe ich dann in dieser Bibliothek eine junge Frau kennengelernt und das Ergebnis hat sich mittlerweile auch schon hier biologisch vervielfältigt. Insofern ist das meine Lieblingsbibliothek. Eine Bib-Love-Story! Ja! Ja! Dafür gibt es ein Hipsterherz. Ah. So. Ja, ja. Gut. Ja. Oh. Bücher, was okay. ist das denn? Ja. Ja, genau, gute Frage. Aber das ist dir schon klar, Lambert, ne? Ja, ich, Mensch, wie ungeschickt von mir. Das ganze Kommunikationsteam, der Tipp so morgen, Lambert, da, das geht so nicht. Bärendienst. Das geht so nicht. Gut, haben wir noch Fragen? Genau, mach doch mal, wir machen jetzt tatsächlich, jeder antwortet einen Satz oder so. Nachher wird das so ganz schwierige Fragen. So. Lieber Chat, ich muss nämlich jetzt schon mal ankündigen, ich habe nachher noch einen Anschlag auf euch vor. Und bitte lauft nicht weg, wir haben gleich noch eine Aufgabe zu erledigen. Das besonders der Anschlag auf euch, man lauft nicht weg. I know. Drohung. Okay. Oha. Ja. Wollen wir irgendwie schon einen Zeitpunkt setzen, wann wir diesen Anschlag starten und bis dahin noch schnell ein paar Fragen durcheiern? Oder macht das keinen Sinn? In 12 Minuten. In 12 Minuten, okay. Ja. Emotionale Ansprache in der Wissenschaftskommunikation. Oh Gott. Okay. Ja, jetzt in einem Satz, Leute. Was ist emotional? Okay. Es ist ein Teil von Kommunikation. Also manche Menschen springen sehr gut auf Fakten und Informationen an, manche Menschen gut auf Emotionen. Und ich glaube, für gute Wissenschaftskommunikation braucht es beides, um es anzusprechen, um mit einer Information oder mit Fakten oder Ideen oder Impulsen eben bei Menschen zu landen.
Ja, und manchmal ist das eine das Richtige, manchmal das andere und für manche Personen das eine und für manche Personen das andere. Eine wichtige Rolle also. Ich glaube, ich würde meine Antwort dahingehend ein bisschen von der Frage derailen, dass ich weiß gar nicht, ob ich das so emotional sehe, aber ich glaube, es ist halt wichtig, auch bei der Kommunikation nicht nur die Fakten sprechen zu lassen, sondern auch die Forschenden als Menschen rüberkommen zu lassen und insofern mit einer Identifizierbarkeit, die sozusagen auch auf dieser Vertrauensebene eine Ansprechebene ermöglicht. Das kann emotional sein, muss aber nicht emotional sein. Aber zum Beispiel, wenn es gerade um Gesundheitsforschung und medizinische Dinge geht, wo es Menschen persönlich oder in ihrer Familie betroffen sind, dann wird das auch emotional. Aber das halt über Menschen wirken zu lassen, die nicht nur Fakten transportieren, sondern sich da auch als zum Beispiel in ihrer Rolle als Forschende einbringen, kann auf jeden Fall auch eine menschliche und vielleicht sogar auch emotionale Bindungsebene erzeugen. Okay. Ich finde, Claudia und Henning haben das sehr gut beantwortet. Du ziehst dich ja immer so aus der Affäre. So, die nächste Frage beantwortet Lambert zuerst. So, Lambert, du bist dran. Jetzt kommt irgendwas ganz Gemeines. Irgendwie. Ach ja, aber hallo. Komm. Oh, nö, Lambert, ne? Jetzt aber hier. 10, 9, 8, 7, 6. Okay, das ist organisierter Zweifel, Kommunismus des Wissens und habe ich irgendwas vergessen? Ja, gut, irgendwie so. Es ist halt ein gemeinsames Wissen, was sich immer wieder in Frage stellt, neue Daten versucht zu generieren, ranzuziehen. Oder so. Neugier. Ist das okay? Könnt ihr damit leben? Neugier, ja. Erkenntnisdrang. Ja. Spaß am Rumspielen. Oh, den habe ich ganz vergessen. Stimmt, Spaß am Rumspielen. Ja. Eieiei. Ja, nein. Nee, Entgleisen, Seilbahn? Ich glaube, ich habe noch nie das Wort, eine Seilbahn ist, also den Spruch, eine Seilbahn ist ein Kleist gehört, ehrlich gesagt. So, wir bezweifeln, dass die Fragestellung. Warum seid ihr nicht im Ingenieursstrom, ne? Also, das ist. Das ist aber doch ein sprachliches Thema. Ist doch eher so linguistisch. Entgleisen, Seilbahn, ja, nein, vielleicht. Ich weiß es nicht. Also da ich nicht weiß, ob es tatsächlich Seilbahn entgleisen heißt, das könnten wir aber nachschlagen. Wir könnten ja mal versuchen herauszufinden, ob das so ist. Aber wenn, dann fände ich es sprachlich ungenau. So. Also wenn es so ist, dann sage ich, ich finde entseilen macht mehr Sinn. Okay. Das haben wir, oh Gott. Was? Ach so, von den Lebkuchen. Oh mein Gott. Herzen. Bei mir sind es Herzen. Weil Herzen meistens mit leckerem, süßen Marmelade gefüllt sind. So. Und das liebe ich. So. Genau, wenn es jetzt rein nur Schokolade ist und da ist nichts drin, dann die Brezeln. Und da spielt eindeutig das Schokolade-Lebkuchen-Verhältnis eine Rolle. So. So, ich bin für Sterne. Denn ich habe ja auf Twitter immer schon Scheiße gefunden, dass die uns damals die Sterne weggenommen haben und das zu Likes gemacht haben. Und jetzt auf Mastodon bin ich immer froh, dass es da wieder Sterne gibt. So. Ich hatte eben das erste Mal das Störfe-Gefühl, als ich mal wieder bei Twitter war und ich habe ein Herz gesehen und ich war kurz irritiert. Es fängt an. Ich habe ja bei Twitter immer Surf TweetDeck genutzt und da gab es diese schöne Erweiterung Better TweetDeck, die dann die Herzchen wieder zu Sternchen zurückgedreht hat. Aber gut, wir kommen vom Thema ab. Wir waren hier bei den Weihnachtsdingen. Okay. Nicht bei. Ja, ich praktiziere das jetzt mal als Running Gag. Also ich finde, Claudia und Henning haben diese Frage sehr gut beantwortet. Nee, welchen würdest du nehmen? Ich lege dir jetzt drei Lebkuchen hin. Welchen nimmst du? Ich muss zugeben, dass das mir bei dem Herzen eine ähnliche Antwort auf der Zunge gelegen hat. Da hätte ich die Hoffnung, dass da so eine Delle in der Mitte ist und darunter so ein weicher, so eine geleige, fruchtige, total viel zu süße Füllung. Genau. Und die würde und dann würde ich das Herz so drumrum abessen, sodass das dann zum Schluss übrig bleibt. Also das würde The Young Lambert jedenfalls gemacht haben, genauso. Ja. Captain Sean ist hier bei mir, der ist bei den Sternen. Echt? Okay. Piluchen auch. Aber ich muss sagen, also die größte Enttäuschung, wenn man das ist, dann immer, wenn man so ein Herz nimmt und dann ist da tatsächlich Füllung drin und das ist so ein orangenes Gelee.
Und ich mag keine orangen, gelben Gelee-Marmeladending. Ich mag nur rote. Und dann ist das für mich immer die derbste Enttäuschung. Dann ist da was drin, aber dann nicht das Richtige. Ach. So, Mann, nach 7 unser Minuten Chat hat eine Downer-Frage generiert. Oh, das ist doch gut so. Okay. Das ist alles. Wir können den Forschungsstrom eigentlich aufgeben. Die machen das alles selbst schon. Also, ja. Erfahrung, das. Tipps im Umgang mit emotional belastenden Forschungsthemen. Ja, ja, okay. Oh, das ist, oh wow. Ja, interessant. Also ich weiß nicht, ob es dazu Studien gibt, die müssten wir jetzt live recherchieren. Aber ich kann sagen, dass es zum Beispiel durchaus emotional belastend ist, wenn man mit Hasskommentaren forscht und sich Hasskommentare durchliest. Dass wenn sie nicht gegen eine selbst gerichtet sind, macht das was. Ja, macht das was mit einer. Genau, also definitiv gibt es belastende Forschungsthemen und wie man damit umgeht, ist auf jeden Fall der erste Schritt darüber reden mit den KollegInnen und denen, die mitarbeiten. Und wie man es dann weitermacht, das ist eine gute Frage. Ja, ist eine gute Frage. Ich meine, Menschen, die an Krebs forschen oder ähnlichen und vielleicht mit Patienten forschen, ich glaube, da ist schon einiges, was zu verarbeiten ist, ne? Ich glaube, da gibt es auch wahrscheinlich an vielen Ecken emotionale, psychische, psychologische Unterstützung. Also ich möchte wetten, dass es Bereiche der Forschung gibt, wo es zum Beispiel Supervision oder so gibt. Also muss mal dran denken, es gibt ja in der Psychologie die Psychotherapieforschung, ne, wo Leute also sich direkt mit Leuten auseinandersetzen, die Probleme haben, wo das Teil der Forschung ist. Nicht? Wenn man das überlegt, da natürlich wird es da Leute geben, deren Rolle es ist, dann wiederum die Leute aufzufangen, die Forschung machen. Das wird es geben. Und es würde mich nicht überraschen, wenn es das in anderen Forschungszweigen, wo das mehr um die Ecke ist, das Belastungsproblem, wenn es da sowas Ähnliches gäbe oder so. Ich würde auch mal denken, dass solche Dinge dann ja auch, wenn sie durch den Ethikrat oder die Ethikkommission müssen, auch vorher geklärt sein müssen. Und das, also ich kann es mir nicht, also ich weiß es nicht, aber ich kann es mir nicht anders vorstellen, als dass sowas von einem Ethikrat vorher gecheckt wird, dass es sowas, solche Betreuungsmechanismen da gibt. Ja. Ja, stimmt. Ja, auf jeden Fall. So. So, noch 4 Minuten, bis das grandiose Finale kommt, lieber Chat. Gibt es im nächsten Jahr einen Forschungs- und Adventskalender? Ach, die verrücktesten Links, das ist eigentlich eine sehr witzige Idee. Das ist, ja, oder die verrücktesten Zitate aus Papern, die wir gelesen haben. Also, da habe ich ja manchmal so also dieser Satz vom Stream-Anfang. The author has observed Twitch streams of a diverse range extent. Of... Ja. Also sowas, ja. Das ist eine gute Idee. Ja. Okay. Jetzt müssten wir uns nur noch nächstes Jahr dran erinnern, lieber Chat. Vielleicht könnt ihr uns in der November-Folge nächstes Jahr wieder dran erinnern. Das fänden wir gut, bitte machen. So, was haben wir denn noch einen? Da ist noch einer. Ich habe irgendwie, diesen Trend habe ich komplett an mir vorbei sausen lassen. Da müsst bitte Lambert sagen. Das stimmt. Wir hatten das Thema bei Forschungsstrom, ne? Aufmerksamen ZuhörerInnen wird es nicht entgangen sein, dass wir dieses Thema behandelt haben. Nee, und es gab jetzt doch diese eine KI, die zurückgezogen worden war, die darauf trainiert war, Sachen zu produzieren, die nach Forschungspapern klingen. Und dann war es, war das was von Meta, von der Firma hinter Facebook? Ich bin mir gerade nicht sicher. Muss man nochmal recherchieren. Und die wurde zurückgezogen und Leute fühlten sich bemüßigt, darauf hinzuweisen, dass es halt keine echte Forschung ist und Leute echt irritieren kann. Und so, das fand ich schon interessant, weil das sind dann ja so kleine Studien in, es gibt so etwas wie einen Wissenschaftsjargon. Eigentlich, oder? Das ist ein Spiel mit dem Thema Jargon von Wissenschaft. Also, dass du sozusagen auf Knopfdruck Paper generieren kannst. Das ist teilweise bei der Forschung zum Thema
Veröffentlichung von falschen Ergebnissen sind solche Paper-Generatoren auch eingesetzt worden, wo sich zeigt, dass man Leute relativ leicht in die Irre führen kann, indem man irgendeinem total sinnlosen Ding den Sound eines Papers gibt, ja. Und das lädt zu einer Reflexion ein. Das ist wirklich interessant. Und zwar wirklich über die Kommunikationsebene von Wissenschaft. Also, was macht das mit uns eigentlich, dass es relativ einfach ist, etwas wie Wissenschaft aussehen zu lassen? Nimmst du ein PDF, zweispaltig, irgendwie lange Schachtelsätze, dazwischen noch ein paar Zahlen und jeder glaubt sofort, das ist Wissenschaft. Das ist schon interessant. Also, das sind lehrreiche Spiele, würde ich sagen. Das war meine Antwort. Okay. Aber das hat nichts mit Bildern zu tun. Aber, ja. Okay. Ja, da ist noch, nee. Mehr kopiere ich nicht, falls noch wer im Chat eine Frage aus dem Doc fischen wollte. Ist da noch mehr? Die Zeit ist allerdings auch in 40 Sekunden schon abgelaufen. Oh, wir haben noch 40 Sekunden, lieber Chat. Dann kommt unsere grandiose Abschlussaktion, bei der ihr auch mit gefragt seid. Rennt, solange ihr könnt, rennt. In der Zwischenzeit, ihr dürft uns Geschenke besorgen, natürlich, klar. Also ihr habt ja inzwischen rausgehört, was wir vorlieben ja. Also jetzt bei Claudia wurde rausgehört, da genau, Jaffa Cakes. Das ist okay. Was sind Jaffa Cakes? Was? Das kennst du nicht. Sag mir gerade nicht. Was ist das? Das kenne ich auch nicht. Lambert, jetzt musst du es erklären. Ihr kennt das beide nicht. Wow, das ist eine interessante Wissenslücke. Du hast noch 11 Sekunden. Das sind kleine runde Kekse mit einer ganz dicken Fruchtfüllung, wo mehr Füllung als Keks fast ist. Naja, müsst ihr mal essen. Gut. So, lieber Chat, das waren die ganzen Fragen. Und jetzt kommt nämlich der eigentliche Spaß heute Abend. Im Chat seht ihr jetzt einen Link. Das ist eine ganz besondere Einladung an euch. Wir wollen nämlich mit euch zusammen noch ein bisschen Spaß haben. Und zwar nicht nur im Chat, sondern wir wollen gerne euch bitten, wenn ihr Lust habt, kommt doch zu uns in den Stream hinein. Dazu braucht ihr nur einen Browser. Und guess what? Henning ist schuld, der hier. Ich bin schuld. Ja, genau. Das ist nicht unseres, das ist nur... also ihr kommt rein und Lambert und ich, wir gehen. So. Nee, Lambert und Claudia bleiben bitte auch da. Ihr bräuchtet natürlich irgendwie eine stabile Internetverbindung, ihr bräuchtet vielleicht auch eine Kamera und ganz wichtig eine Audioverbindung, denn wir wollen zusammen etwas sprachlich mit unseren Lautwerkzeugen praktizieren, mit gewissen Weihnachtsreferenzen. Und insofern, da eigentlich Claudia und Lambert gesagt haben, ja, Aaron, genau, das könnte darauf hinauslaufen. Okay. Und da weder Claudia noch Lambert noch ich gut singen können, haben wir gedacht, wir könnten uns besser verstecken in diesem Gesang, wenn mehr Leute mehr falsch singen. Aber Henning, au contraire. Von Aaron und mir gibt es eine wunderschöne Soundaufzeichnung, wie wir gemeinsam im Duett Barbie Girl singen. Ja, also oh ja, Aaron, dann würde ich dich doch bitten, aber sofort hier reinzukommen. Und wenn du schon so gut singen kannst. Dann hättest du mehr getrunken. Was meinst du, warum ich hier Kaltfront trinke? Wir laden jetzt zum weihnachtlichen Jahresendsingen ein, lieber Chat. Also es sind 28 Leute im Chat. Wir kriegen ja wohl mindestens 10 Top, Leute die dazu, gilt. Sich jetzt möglichst schnell hier in den Chat einzuwählen. Also, wie läuft das technisch? Ihr geht einfach auf diese URL und dann gucken wir mal, ob wir euch hier reinlassen. Und dann können wir euch zusammen ein Riesenbild machen. Ihr müsst allerdings wissen, dass ihr danach in diesem Internet abgespeichert seid, sowohl im Livestream als auch in der Videokonserve. Und Johann Wolfgang von Flöte, du musst nicht weg. Wichtiger wäre, so, also wenn ihr mit dem Bild nicht zu sehen sein wollt, kann man vielleicht sogar die Kamera auslassen. Genau, das geht auch. Da kommt schon einer. Hier kommt schon die erste. Oh mein Gott, da kommen Menschen. Großartig. Yeah. Wer fügt hinzu? Claudia, fügst du hinzu? So ich kann hinzufügen, wenn alle bereit sind. Also ich füge dann jetzt einfach mal Leute hinzu. Du fügst einfach mal Leute hinzu, genau. Hier festive Stimmung auf in der Forschung. Hallo Tom, super, du traust dich. Aaron, das ist großartig. Hallo Aaron. Hallo. Yeah. Hallo. Die Kinder sind schon in diesem Internet, von daher. Die Gesichter hinter den Chatnamen. Genau, Tom habe ich, glaube ich, auch das Gesicht so noch nicht, oder? Nein. Kinder nicht wecken, ja gut, da musst du dich in die Küche verziehen, ja so hier, wo du
laut sein kann. Ah, okay. Ah, da, guck mal. Oh, ein Piluchen. Piluchen. Großartig. Hallo. Super, Chat, ihr seid großartig, super. Können wir die Diversitätsquote hier noch erhöhen? Das wäre noch gut. Ja. Wir brauchen noch hohe Stimmen, die nützen hier. Meinst du, muss sie alleine Sopran singen? Oh. Tom, du kannst hochsingen. Ja? Ja. Nein. Kann ich nicht. OJP ist auch noch da. Großartig. Oh, warte, Moment. Da hast du schon. Oh. Jetzt geht's aber ab hier. Sehr schön. Wir machen hier die Weihnachtsfolge richtig voll. Ja. Ich weiß gar nicht, wie viele Leute in diesen Raum rein können. Ich habe keine Ahnung. Übelfeind. Haben wir noch nie probiert, ne? Ja. Wir sind Experimente, Leute. Gut. Jetzt haben wir aber alle Angst, Henning, was du mit uns vorhast. Ja, genau. Also ich würde jetzt mal gucken, weil eigentlich machen wir die Bilder jetzt gleich wieder klein, denn ich muss jetzt hier nochmal was teilen. Ich muss mal hier eine... Jetzt wisst ihr mal, wie das ist, wenn man hier sitzt und keine Ahnung hat, was Henning vorhat. Ja. Guck mal. Muss ich den ganzen Bildschirm teilen? Das ist mindestens ein mehrstimmiger Kanon oder so, oder? So. Also, ich versuche jetzt mir, Paul kommt auch dazu, gut. Ich versuche mal hier gleich meinen Bildschirm zu teilen und dann müsstet ihr hoffentlich das sehen können, weil da kommt der Text dann her. Es ist allerdings auch wichtig, dass ihr das Lied kennt und ich hoffe, ihr kennt das Lied in der Weihnachtsbäckerei von, Aaron freut sich schon, von Rolf Zukowski. Und das Lied geht eigentlich so, in der Weihnachtsbäckerei gibt es so manche Leckerei. Und das singen wir jetzt in dieser Melodie, aber ihr müsst auch alle mitsingen, aber der Text ist ganz anders. Oh mein Gott. Wir haben noch irgendwo eine Rückkopplung, hat noch irgendwer... Nein! Ich glaube bei Paul. Bei Paul. Paul, kannst du irgendwie dein Audio dahingehend optimieren, dass du vielleicht nicht über Lautsprecher hörst, sondern am liebsten über... Kopfhörer. Jetzt ist aber besser. Jetzt ist weg, oder? Ja. Jetzt ist es besser, genau. So, wenn ich jetzt hier scrolle, passiert dann auch bei euch was? Ja. Okay. Hervorragend. Gut. Und das Schlimme ist, wir singen jetzt einfach los in einem Durchgang ohne Übung und wir machen das total unkoordiniert. Und wir singen einfach alle großartig mit. Nur reinhauen und es geht los. In der Forschung. Wo ist das Review geblieben? In der Forschung schon mal ist manche brauchen wir nicht Casey, in der Forschung Bitte.
In der Forschung Ihr seid großartig. Das war ohrenbetäubend wissenschaftlich. Ja. Das war kein Trailer, oder? Ja, ja, nur ein bisschen wehgetan. Ein bisschen wehgetan. Danke, dass ihr mitgemacht habt. Ich würde sagen, vielen Dank fürs Dank, dass ihr dabei wart. Ihr habt euch wunderbar zum Horst und zur Hörstin gemacht und danke, dass ihr Spaß versteht. Wir sehen uns im Chat und es war schön, euch zu sehen. Sonst lesen wir euch immer nur. Ne? See you in 23, oder? Ja. Ja, see you in 23. Wir müssen ja jetzt noch hier die Standarddinge machen, wie Datum aushandeln und so. Ach so, genau. Ja, ja, echt, machen wir noch? Okay. Ja, weiß ich nicht. Also, ihr könnt ja jetzt mitbestimmen. Wann habt ihr denn Zeit, Leute? Hm? Genau, wann sollen wir den nächsten Strom machen? Erster Donnerstag im neuen Jahr oder so? Ja, der 5. Ja, 5. oder 12. Ne? Das sind so die naheliegenden Sachen. Kann ich an beiden? Ja. Ja. Genau. Könnt ihr auch? Ja, der Tom sagt Daumen hoch. JP wackelt mit dem Kopf. 12. wäre besser. 12. wäre besser. Ihr könnt Forschungsstrom in jeder Lebenssituation, egal wo ihr seid, auf der Welt hören. Das wisst ihr schon, ne? Weil wir sind ja im Internet. Ja, dann nehmen wir doch den 12. oder? Ja, von mir aus auch den 12. Wenn der Chat sich das wünscht hier. Ja, dann. Wunschkonzert hier. Genau. Ne? Guck mal, passt Aaron auch besser. Wenn wir wieder es war schön, dass ihr da wart. Genau. Es du bist böse von der Seite angeguckt. Das tut mir sehr leid, Piluchen. Sag entschuldigende Grüße von mir. Danke fürs Mitmachen. Ja, danke, dass ihr mitgesungen habt und durchgehalten habt bis zum Schluss. Es war schwierig. Ja. Also ich habe nicht mehr gehört, wer was gesungen hat. Aber ich werde mir das gleich... Kann das mal jemand klippen? Ich fürchte, das wird geklippt. Ich habe so ein bisschen Angst davor. Ja, und dann müssen wir noch raiden, oder nicht? Ja, das müssen wir natürlich noch. So, dann mache ich mal hier... Raid-Pflicht. Das heißt hier Raid-Pflicht, wirklich? Okay. Ich gehe mal wieder auf Wissenschaft und Technik. Was haben wir denn da? Guck mal, da haben wir einen gewissen Forschungsstrom. Interessant. Aha, aha. Ja, das war total synchron, wie wir gesungen haben. Das, ja, ich fand auch, der hat nicht genau gehört, was wir so vorhaben. Ja. Das war, Schwierig. Hier gibt's hier was mit Forschung oder nicht? Sind unsere Klassiker nicht da? Also wir haben einen Brutzler, der ist am Stream tatsächlich. Da weiß ich aber nicht, was er gerade tut. Ostzi zu HDMI Mod DS1054Z. Ich habe HDMI verstanden, den Rest nicht. Ja, genau, mit HDMI konnte ich auch was anfangen. Beim Rest dachte ich jetzt so, I don't know. Und es wird nirgendwo in einem Stream an einem Meta-Review über Twitch-Forschung gearbeitet, nein? Nee, okay. Das mache ich vielleicht da irgendwann mal. Dann können wir mal alle gemeinsam. Hat denn jemand einen Wunsch, wo wir hinraiden sollen? Ich meine, es gibt ja auch immer mal wieder, ich kann ja mal bei mir gucken, ob auf meinem Kanal, wir können ja auch mal wohin raiden, wo vielleicht gerade keine Forschung gestreamt wird. Weißt du, wir machen mal was Verrücktes. Wild. Wir gehen vielleicht mal zu jemand anderem hin oder so. Das war gerade so mal eine spontane Idee. Also wenn jemand da jemanden hat oder sagt, hier wäre was. Wir könnten ja mal Firefox raiden. Den raide ich privat oft. Der spielt immer schöne Spiele und das ist der Streamer. Was werden die Otter? Die Otter werden gefordert. Die Otter. Schlafen die nicht längst Marine oder sind die in einer anderen Hemisphäre irgendwie? Nee, das tun wir tatsächlich nicht. Die sind immer unterwegs quasi. Okay. Also wir können gerne zu den Ottern gehen. Dann gehen wir doch zu den Ottern. So. Was Herzerwärmendes zum Jahresschluss. Gibt es irgendwo einen Karaoke-Stream? Ja, das ist ja immer schwierig mit den Rechten und so. Ihr wisst ja dann, also mit, ob man das darf oder nicht. Ihr bekommt nicht genug davon. Ich habe Rolf Zukowski auch nicht um die Rechte gefragt. Also. Das ist Public Domain, Henning. Da hast du schon einfach, das ist ja gemein. Bei den Ottern laufen dann Highlights in die Staaten. Keine KI würde diese Melodie als Rolf Zukowski-Melodie wiedererkennen. Wir haben die zu gut getan. Nee, genau. Weil siehst du, meine Backe ist schon ganz rot. Es war sehr embarrassing.
Fremdschämen. Fremdschämen, wir haben alle selber mitgemacht. Eigenschämen, ja. Worauf sind die Würfel jetzt gefallen? Die niedlichen Otter? Auf die Otter. Ja. Damit ihr wenigstens einmal seht, wer die Otter sind. Also das wäre ja quasi schon so ein Thema. Ne? Toll. Das war persönlich. Dann sehen wir uns am 12. Januar. Und ne? Bis dahin. Lasst euch nicht ärgern. Mhm. Tschüss. Tschüss.